Der englische Rekordmeister Manchester United will nach dem schwachen Saisonstart seinen Kader in der Winterpause aufrüsten und ist dafür bereit, umgerechnet rund 112 Millionen in neue Spieler zu investieren. Dies berichtet der Guardian. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Dabei sollen dem Bericht zufolge Baustellen in der Innenverteidigung und im Sturmzentrum geschlossen werden. Trotz großer Namen wie Romelu Lukaku und Alexis Sanchez präsentierten sich die Red Devils in der Offensive häufig zu harmlos. Manchester United wollte Varane, Maguire und Boateng noch größere Probleme offenbaren sich in der laufenden Spielzeit allerdings in der Verteidigung. Mit 17 Gegentoren nach 10 Spieltagen stellt United aktuell die fünftschlechteste Abwehrreihe der Liga. Da Trainer José Mourinho diese Schwachstelle schon vor Saisonbeginn ins Auge fiel, versuchte er im Sommer unter anderem Raphael Varane, Harry Maguire oder Jerome Boateng ins Old Trafford zu locken. Die Transfers kamen allerdings allesamt nicht zustande. Mehr zu Manchester United.